Alles klar, komm schon! Er ist ein Kämpfer. Im Ring und im wahren Leben. Vor 3 Jahren hatte Nachwuchswrestler Flo Taki eine schwere Muskelkrankheit. Das hat mir schon wehgetan. Ich war nur im Rollstuhl gewesen, nur im Bett. Ich konnte nicht aufstehen. Meine Eltern haben mich an den Seiten festgehalten. Ich bin wie ein Roboter gegangen. Ich konnte nicht. Flo hat seine Krankheit besiegt. Medikamente, Therapie, Reha. Auch das Wrestling hat ihm dabei geholfen. Ich habe nicht aufgegeben. Keep going. Ich mache immer weiter. Ich habe auch zu meinen Freunden gesagt, scheißegal, ob ihr krank seid, einen Gips habt, weitermachen. Geht trainieren, zack, 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 fertig. Ja, weitermachen. Nicht aufgeben, positiv denken. Flo trainiert in der Wrestling-Schule von ihm, Colin the Firefly Leathers. Der Halbamerikaner hat schon in den USA trainiert, mit den ganz Großen und Schweren der Wrestling-Szene. Vor einem Jahr kam er zurück in seine Heimat Dambach mit neuen Ideen. Ich will eigentlich jetzt hier meinen richtigen Traum versuchen anzugehen, dass ich da praktisch meine eigene Liga aufmache, weil ich habe gesehen, dass es in Amerika geklappt hat. Die Kämpfe waren alle total klasse, aber dass wir hier unser eigenes Ding aufziehen, dass man da praktisch nicht nur Firefly als den Einzelwrestler kennt, sondern seine Talente hochzieht und wo ich dann auch stolz auf die anderen sein kann. Theorie, Fehlanzeige. In der Dambacher Wrestling-Schule lernt man vor allem Fallen und Schauspielern. Firefly ist der Mächtigere und boah, Kniestoß in den Magen und jawohl, und jetzt zeigen wir noch, dass hier die Mädchen auch stark sein können und boah. Viele sagen, es ist Fake, aber für mich ist es kein Fake. Es ist zwar Show, aber man kann trotzdem in der Show sich verletzen. Da ist ganz viel Sport dahinter, die Würfe sind echt, man fällt wirklich auf die Matte drauf, es ist schon choreografiert. Also die Storys sind vorhanden, damit man gerade hier den Gewaltaspekt entschärft im Prinzip. Flo hat's geschafft, er hat seine eigene Rolle in der Show. Das Beast from the East, hier ist Flo Lesnar! Vor einem Monat dann sein erster großer Auftritt in Kirn vor Publikum. Ich habe mich halt wie ein kleines Baby gefreut. Ich habe gesagt, ja okay, heute ist Wrestling, heute ist mein Tag, heute werde ich alle überzeugen und das war halt eine geile Sache für mich. Nach dem Fall wieder aufstehen. Flo weiß, was das bedeutet. Die Unterstützung seiner Wrestling-Familie spornt ihn an. Das ist für mich ein zweites Zuhause. Und ich will das auf jeden Fall weitermachen. Mir ist es egal, ob ich jetzt Druck in den Bein habe oder nicht, scheiß drauf, ich mache weiter. Denn ein echter Kämpfer gibt niemals auf.